Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und wir sprechen heute über Entscheidung Erfolg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass wir heute loslegen über das Thema Entscheidung Erfolg. Und Erfolg betrifft für mich viele, viele, viele Bereiche. Es gibt ja das sogenannte Rad des Lebens. Wir werden heute natürlich auch über Geld sprechen. Wir werden über die Börse sprechen. Wir werden darüber reden, wie man Erfolg finanziell erreicht. Und ich sage immer so gerne, erfolgreich heißt, es erfolgt, bis es dir reicht. Jeder kann den Erfolg für sich alleine definieren, aber ich glaube, hier sind einige Themen sehr, sehr wichtig. Wir werden heute über das Thema der Entscheidung sprechen. Wir werden über Gewohnheiten reden. Das erste Halbjahr ist mittlerweile um und die Frage ist, wie ist das erste Halbjahr für dich gelaufen? Die Börse ist sehr positiv gelaufen. Unser UM Strategy Fund hat 26% plus erzielt im ersten Halbjahr. Und die Frage ist, wie sind deine Entscheidungen zum Thema Erfolg? Ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Es wird wieder ein Podcast werden über Geld, über Mindset, über Tipps und Tricks, was man umsetzen kann. Ein paar intelligente und gute Sprüche und natürlich auch Dinge, damit du direkt wieder in die Handlung kommst. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier in diesem Thema, darauf zu achten. Wenn wir loslegen mit dem Thema Geld, dann kommen wir unweigerlich auch an den Punkt, dass wir über dich und deine Person reden. Und ich habe mir so ein paar kleine Stichworte gemacht. Ich möchte auch mit dir darüber sprechen, über das Thema Sport, Ernährung, Denke, denn all diese Faktoren sind deine Energie und am Ende habe ich das immer ganz gerne mit diesem Beispiel des Baumes, was die schönen Früchten hat und die Menschen malen gerne die Früchte an, nämlich in ihrem Bewusstsein, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Früchte stehen für den Sport, sie stehen für die Ernährung, sie stehen für die Denke, sie stehen für den Erfolg, für dein Geld, für deine Persönlichkeit und Menschen wollen natürlich die perfekten Früchte haben. Die Frage ist aber, wie ist ein Unterbewusstsein, denn dieser Baum wird getragen durch die Wurzeln und hier muss man sich eben überlegen, sind die Wurzeln gut? Wenn die Wurzeln schlecht sind, wenn die Wurzeln vergiftet sind, dann kriegst du auch vergiftete Früchte und dementsprechend kann die Reise nicht funktionieren. Also alles im Leben bei der Frage Entscheidung, Erfolg hängt eben auch ganz, ganz stark von dir und deiner Person ab. Mein erster Tipp an dich heute, der natürlich vor der Börse weiter vorsteht, ist für dich die persönliche Seite, denn alles im Leben ist Energie. Das wissen wir schon aus dem Physikunterricht und die Frage ist, wie ist deine Energie im Leben? Bist du jemand, der viele Dinge kritisiert, der eher so negativ denkt? Vielleicht diskutierst du über deine Beziehung, vielleicht diskutierst du über Kunden, vielleicht gewinnst du nicht genug Kunden, denn wir kommen an den Punkt, dass wir auch über das Einkommen reden wollen, über Geld reden wollen. Und ich glaube, der allererste Step ist aber du, deine Person und diese mit Energie zu fluten. Ist das immer so? Ich glaube nein, aber du kannst sehr, sehr viel dafür tun, dass dein Energielevel weit nach oben ist. Dafür empfehle ich dir, 2-3 Mal die Woche Sport zu machen, eine vernünftige, ausgewogene Ernährung, eine gute Hygiene, denn letzten Endes hast du die Hygiene einmal auf der Seite des Zähneputzens, was du jeden Morgen tust. Das ist übrigens auch eine Gewohnheit, aber du hast auch die zweite Seite der Medaille. Das sind die Gedanken. Deswegen empfehle ich auch immer, das ein oder andere Mal die Gedankenhygiene zu machen. Du putzt jeden Morgen Zähne, nicht weil du Spaß hast, sondern weil du sagst, das ist gesund für meine Zähne. Das hält meine Zähne gesund. Und ich empfehle dir auch jeden Morgen oder jeden Abend ein bisschen Gedankenhygiene zu machen. Ja, wenn du dann die Energie nach oben gebracht hast, dann reden wir natürlich über das Thema der Börse, über das Einkommen, über das Geld. Und für mich gibt es die ESI-Formel. Das steht für das Thema Einkommen, das Thema Sparen und Investieren. Das haben wir in den letzten Monaten im Podcast auch schon mal gehabt. Aber ich glaube, es ist gar nicht wichtig, immer neuen Content umzusetzen und neuen Content reinzugeben. Denn manchmal ist es in so einem Podcast auch nur ein kleiner Satz, der vielleicht alles entscheidet. Und du kannst es für dich auch mitnehmen, wenn du mal auf einem Seminar bist, wenn du mal einen Podcast hörst, wenn du Bücher liest. Man hat immer den Gedanken, es muss viel Content sein, es muss neuer Content sein, dass man das Gefühl hat, man lernt neue Dinge. Aber ich persönlich sage sogar, es kommt gar nicht immer auf den Content an, sondern die Frage ist, ob du Dinge wirklich in die Umsetzung bringst. Manchmal sitzt du auf dem Seminar und nimmst in 2, 3, 4 Tagen wenig Dinge neu mit, weil du sagst, das kenne ich ja vieles schon.
Aber vielleicht ist der eine Satz dabei, der dieses Seminar für dich glücklich macht. Vielleicht ist der eine Satz dabei, der dir mehr Umsatz schenkt. Vielleicht ist der eine Satz dabei, wo du ein neues Produkt kreierst. Vielleicht ist der eine Satz dabei, wo es endlich Klick macht zum Thema Ernährung oder. Vielleicht ist ein entscheidender Satz dabei, wo du eine Gewohnheit hinterfragst und die vielleicht umänderst. Und dann hat sich dieses Seminar schon geändert. Das ist auch Teil meines Podcastes, der ja ein Börseninvestor-Podcast ist, aber wo es eben auch um das Thema Erfolg im gesamten Leben geht. Und es ist mir einfach ganz, ganz wichtig, diese Punkte mitzugeben, denn sie sind sehr, sehr entscheidend. Das Know-how, das Wissen ist das eine, das Tun ist das zweite und die Erfahrung, die daraus entsteht, ist dann der letzte Punkt. Ich habe einen schönen Satz letztens gelesen, der da heißt, deine Geduld, wenn du nichts hast, ist interessant und deine Einstellung, wenn du alles hast, sind die wichtigen Punkte. Also deine Geduld, wenn du nichts hast, wenn du vielleicht gerade am Anstand stehst, wenn du Probleme hast, wenn die Börse nicht so läuft, wie sie soll, du fängst mit dem System an, du verdienst nicht gleich Geld, dann ist die Frage, wie viel Geduld hast du? Und auf der anderen Seite die Medaille umgedreht, wenn du sehr, sehr viel hast, dann ist die Einstellung entscheidend, was du aus diesem ganzen Thema machst. Ich möchte dazu noch ein Thema ergänzen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch für die Seelenlebe, für den Gedanken, Entscheidung, Erfolg. Denn ich habe letztens ein Buch gelesen, da habe ich auch einen Satz mitgenommen, der da heißt, alles, was du übermäßig tust, ist eine Kompensation von deinem inneren Seelenleben. Das heißt, wenn du übermäßig viel isst, wenn du übermäßig gierig bist, wenn du übermäßig viel Alkohol trinkst oder, dann ist das in der Regel immer eine Kompensation aus deinem inneren Thema und darauf darfst du gerne achten mit dem kleinen Zitat. Achte darauf, dass der größte Feind nicht zwischen deinen eigenen Ohren wohnt. Ich glaube persönlich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, denn wir sprechen oft über das Mindset-Thema, über Erfolg und so weiter. Aber meine Meinung ist wirklich, der größte Feind könnte tatsächlich zwischen deinen Ohren wohnen. Ja, Entscheidung Erfolg ist für mich ganzheitlich zu betrachten. Es ist das Thema der Familie, es ist die Liebe, es ist die Beziehung, es ist die Leidenschaft, es ist der Sport, es ist das Hobby, es ist natürlich auch der Erfolg, die Arbeit, der Beruf, Berufung, das Geld, das Vermögen und last but not least bei uns an der Börse natürlich auch die Rendite. Und ich glaube, Entscheidung Erfolg, wenn du an der Börse loslegen willst, habe ich so eine Reihenfolge für dich aufgebaut, über die ich auch ganz gerne heute sprechen möchte, um dir ein paar Dinge mit an die Hand zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du Entscheidung Erfolg an der Börse lebst, dann ist der allererste Schritt, sich zu überlegen, welche Rendite möchte ich wirklich erzielen. Wichtig ist mir für mich dabei auch der Hinweis, hör auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Natürlich mache ich manchmal auch so eine Umfrage in den Webinaren, aber der wichtige Punkt für dich ist, dass du hier einfach einen Weg hast, wo du selber sagst, der passt für mich, der klappt für mich und damit möchte ich leben. Ich glaube, einer der größten Fehler, und das passt auch zur Entscheidung Erfolg, es passt auch zur Börse, ist, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und damit immer einfach Querverweise zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du über deine eigene Börsenregel und deine eigene Rendite nachdenkst, über am Ende deine eigene Strategie, dann ist der erste Punkt für dich zu überlegen, welche Rendite will ich erzielen? Und aus dieser Rendite ergeben sich viele Themen. Ein zweiter wichtiger Punkt zu der Rendite ist auch dein Zeitansatz. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nur diese 2-3 Stunden in der Woche machen. Das ist ja so unser Ziel, was wir mal ausgeben, 2-3 Stunden in unserem System zu arbeiten, das reicht. Dann ist das in Ordnung. Es gibt aber auch andere, die machen 2-3 Stunden am Tag. Die geben also mehr Gas. Erster Schritt die Rendite. Zweiter Schritt ist, wie viel Zeit möchte ich sozusagen investieren. Und das sind auch schon die beiden großen Hauptfaktoren. Es kommt noch der dritte mit dazu. Das ist das Thema deiner Person, deiner mentalen Seite und vor allem deiner Gefühle und deiner Emotionen. Aber aus diesen drei Themen entsteht für dich sozusagen der Punkt, wie läuft nachher meine Strategie. Stellen wir fest, du sagst 20% Rendite im Jahr möchtest du machen, was schon eine legendäre Rendite ist. Natürlich werben wir mit den 3-6%, aber stellen wir uns vor, du würdest sagen, ich möchte nur 20% machen, dann teilen wir das Ganze durch 12, um auf den Monat zu kommen und dann liegen wir irgendwo bei 1,6-1,7%, die du noch erzielen musst pro Monat. Mit dem Zinseszinseffekt können wir uns sogar auf rund 1,5% einigen. Jetzt können wir das noch runterbrechen, wenn wir auch an die Option denken, auf die Woche. Dann teilen wir das Ganze nochmal durch 4. Dann sind wir noch ungefähr so bei 0,4% Rendite pro Woche. Und jetzt merkst du schon, selbst bei einer
Mega-Rendite von 20% im Jahr, brauchst du runtergerechnet auf die Woche tatsächlich gar nicht so viel Rendite. Und daraus darf sich jetzt für dich die passende Strategie entwickeln. Gehen wir noch einen Schritt zurück bei diesem Thema. Wenn du Reichtum aufbauen willst, und das ist ja Entscheidung Erfolg, dann Erfolg erfolgt auf deine Entscheidung. Dann haben wir diese drei großen Bausteine, das Einkommen, das Sparen und das Investieren. Und du darfst dir einfach bewusst machen, dass einer der größten Faktoren in diesem Spiel deine Gewohnheiten sind. Ich erlebe das immer wieder mit Menschen, wenn wir neue Interessenten kennenlernen, dann kommt immer gerne mal die Aussage wie 3-6% im Monat. Ich dachte im Jahr, das kann ja gar nicht angehen. Das heißt, du kannst das einfach nicht glauben. Und ich persönlich habe die Meinung, dass Menschen den großen Fehler machen, dass sie dafür nicht offen sind. Warum sind sie dafür nicht offen? Da kommen wir auf das Thema der Gewohnheiten. Das ist auch die Frage bei Entscheidung, Erfolg. Welche Gewohnheiten hast du? Denn du hast zu alles im Leben Gewohnheiten. Man kann Gewohnheiten auch anders benennen, dann ist es die Strategie. Das ist das, was ich auf meinen Seminaren immer sage, du hast für alles eine Strategie. Man kann es auch Gewohnheit nennen, es ist letztendlich das Gleiche, aber wir können im Prinzip festhalten, wenn du eine schlechte Gewohnheit hast zum Thema Ernährung, dann bist du vielleicht ein bisschen dick. Alles im Leben ist eine Gewohnheit, auch dein Job ist eine Gewohnheit, wie du dein Sexleben hast, ist eine Gewohnheit. Wie du Sport machst, ist eine Gewohnheit. Wie du morgens aufstehst und wann du morgens aufstehst, ist deine Gewohnheit. Du fährst aus deiner Gewohnheit zu deinem Arbeitsplatz in der Regel. Du hast bei der Arbeit große Gewohnheiten und Routinen. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor dazu. 60.000 bis 80.000 Gedanken denken wir am Tag. Und davon sind 60.000 bis 70.000 immer die gleichen. Man sagt, zwischen 95% und 98% am Tag machst du Dinge aus einer Gewohnheit. Die Frage ist, wie ist deine Gewohnheit? Ist die gut? Ist die schlecht? Und das ist genau dieser Punkt, über den man nachdenken darf. Wir haben jetzt das erste Halbjahr rum und aus dem Gedanken Entscheidung Erfolg musst du dir einfach überlegen, wie wird denn das zweite Halbjahr? Es ist das Schöne auch an der Börse für Entscheidung Erfolg, dass du hier ganz genau gucken kannst, denn es ist ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Wo stehe ich? Wo bin ich? Hier noch vielleicht der kleine Querverweis auf unser Trading Journal. Es macht einfach Sinn, über das Trading Journal seine Gewohnheiten an der Börse zu beleuchten, damit ein Feedback zu bekommen. Und Feedback ist übrigens nicht dafür gemeint, wenn ich dir ein Feedback gebe, dass du dich dann verteidigst und diskutierst, sondern Feedback ist in der Regel natürlich meistens eher eine kritische Anmerkung, die dich aber ein Stück weit aufwecken soll und die dich zum Nachdenken animieren soll, sodass du gewisse Dinge dann einfach veränderst. Das Ganze tust du zum Beispiel auch mit dem Trading Journal. Und jetzt würde ich dir den Tipp geben wollen, wenn du diese ganzen Dinge überlegst, überdenkst, Entscheidung, Erfolg, wir haben schon über den Mensch gesprochen, über die Person gesprochen, über Entscheidungen gesprochen, über Gewohnheiten, über das Denken, über die Ideen des Einkommens, des Sparens und des Investierens. Wir haben ein bisschen angerissen bei der Entscheidung, Erfolg, das Thema der Börse, über den Gedanken der Rendite, der Zeit, vielleicht auch deines Risikos, daraus deine für dich passende Strategie zu entwickeln. Und ich möchte dir so ein bisschen den Tipp mitgeben, dass du diese Themen im zweiten Halbjahr richtig geil für dich umsetzt. Ich möchte, dass das zweite Halbjahr vielleicht dein Halbjahr wird, dass du Gas gibst, denn die erste Hälfte ist um. Und man sagt es immer so gerne, das kennen wir aus dem Fitnessstudio. Das Fitnessstudio wird Anfang Januar am meisten gebucht, weil die Menschen sagen, oh, zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich so dick geworden, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Die Wahrheit ist aber, du bist nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick geworden, denn am Ende kannst du festhalten, man wird nicht in 2 Wochen dick. Wahrscheinlich bist du eher zwischen Januar und Weihnachten dick geworden. Und jetzt triffst du eine Entscheidung, etwas zu tun. Und das möchte ich dich auch bitten, dass du heute eine Entscheidung triffst und das zweite Halbjahr bis Weihnachten oder bis zum 31.12. für dich perfekt nutzt. Ich möchte dich heute auffordern, in diesem Podcast die Entscheidung Erfolg zu machen, die Entscheidung Erfolg für dich umzusetzen und dir einen Teilbereich deines Lebens zu nehmen. Sei es der Sport, die Ernährung, die Denke, sei es vielleicht das Geld oder auch der berufliche Erfolg und dass du dich für diesen Bereich committest und dir daraus Ziele und Pläne machst und diese auch wirklich in die Umsetzung bringst. Denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere und die Entscheidung Erfolg ist übrigens auch eine Gewohnheit. Mein Satz, den kennst du, was liegt zwischen Arm und Reich? Das ist für mich die Disziplin. Und wenn man die Disziplin nimmt, dann ist das wieder nichts anderes als eine gewisse Gewohnheit. Meine Gewohnheit ist,
morgens vernünftig aufzustehen. Meine Gewohnheit ist, mich gesund zu ernähren. Meine Gewohnheit ist, Sport zu machen. Meine Gewohnheit ist, super Investments zu machen und damit auch einen Mega-Rückfluss zu kriegen. Meine Gewohnheit ist, als Unternehmer extremst erfolgreich zu sein. Und all für diese ganzen Themen, das ist alles Entscheidung Erfolg, treffe ich Entscheidung, habe daraus einen klaren Plan und setze meine ganz klare Handlung um. Wenn du mich fragst, dann ist Entscheidung Erfolg ein großer Faktor mit dem Arm und Reich und der Disziplin. Denn Disziplin kann man auch positiv oder negativ sehen. Viele, viele Menschen, die ich kenne, die erfolgreich geworden sind, die sagen immer, Uli, ich bin sehr diszipliniert. Für die meisten Menschen ist die Disziplin aber tatsächlich sehr negativ besetzt. Denn Disziplin heißt für die Menschen, auf Dinge zu verzichten. Disziplin heißt für die Menschen, vielleicht Dinge nicht hinzukriegen. Disziplin heißt für die Menschen, weniger Alkohol zu trinken. Disziplin heißt vielleicht mehr zu schlafen. Disziplin heißt mehr Sport zu machen. Disziplin heißt vielleicht weniger Eis zu essen und zu naschen. Ist Disziplin jetzt wirklich negativ? Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen. Disziplin ist nichts anderes als gelebte Selbstliebe. Und wenn du das in deinem Gehirn anders verknüpfst, dass Disziplin plötzlich Selbstliebe ist, dann dreht sich das ganze Thema komplett um. Jetzt ist Disziplin nämlich nicht mehr negativ, sondern Disziplin ist etwas für dich. Disziplin ist also Selbstliebe und diesen Satz solltest du auf jeden Fall für dich mitnehmen. Wenn wir uns die Amerikaner angucken, dann können wir festhalten, es gibt das schöne Zitat, love it, change it or leave it. Also entweder liebst du es, dann darfst du es natürlich gerne weitermachen, wenn es dir zuträglich ist. Change it, also wechsel es, du änderst es, weil es eben nicht gut ist, du veränderst eine Gewohnheit, um ein neues Ziel zu erreichen. Last but not least, or leave it, wenn es gar nicht passt, dann lass es einfach los und lass es gehen. Wenn wir das über Ernährung nehmen, dann kann man sagen, viele Menschen, die schaufeln sich sogar ihr eigenes Grab mit Messer und Gabel. Dass es nicht gesund ist, wissen wir. Die Frage ist, wie setzt du das Ganze um? Und eine Geschichte dazu, die du auch von meinen Seminaren kennst, ist, du musst eben bereit sein, kurzfristig Schmerzen zu ertragen, um langfristig Freude zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auf meinen Seminaren treffe ich immer die Aussage, du darfst oder musst oder sollst vielleicht auch 10 Jahre ein Leben leben, was keiner mag, damit du danach 50 Jahre ein Leben leben kannst, was keiner kann. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, um den Erfolg in dein Leben zu ziehen. Wenn wir also ein bisschen zusammenfassen zum Thema Entscheidung, Erfolg, dann glaube ich, hat das Ganze viele Facetten. Du darfst dir bewusst machen, es geht immer im Leben um Entscheidung. Es geht um deine Denke, es geht um die Gewohnheiten und ich glaube, eine Kunst von Entscheidung, Erfolg ist es, deine Gewohnheiten im positiven Sinne zu verändern, denn dann sind deine Handlungen eben auch dementsprechend positiv. Ich möchte dich heute in diesem Podcast auffordern, dass du das zweite Halbjahr nutzt für dein Leben, für deinen Erfolg. Denn du lebst nur einmal. Das Leben ist keine Generalprobe. Und die Frage ist, wann willst du endlich damit anfangen? Zum Schluss dieses Podcastes möchte ich dir noch 1, 2, 3 gute Tipps geben. Vielleicht denkst du, das Thema Glück, wie auch immer du Glück definierst, auch darüber solltest du mal nachdenken, denn es ist ein Teil von Entscheidung Erfolg, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Glück für dich? Wie definierst du persönlich Glück? Und ich kann dir schon sagen, Glück entsteht nicht, weil du den Porsche hast. Glück entsteht nicht, weil du das tolle Haus hast. Glück entsteht auch nicht, weil du eine mega Finca auf Mallorca hast. Glück entsteht auch nicht, wenn du Ziele erreichst. Glück entsteht vielleicht in dem kurzen Moment, wo das Ziel wirklich da ist. Aber ob du 9.997.000 Euro auf dem Konto hast oder hast die 10 Millionen, dann bist du vielleicht in der Sekunde glücklich, wo du es das erste Mal schaffst. Aber relativ schnell nutzt dich dieses Glück letztendlich ab. Das heißt, Glück findest du niemals im Außen, sondern Glück entsteht immer im Inneren, aus einer tiefen Zufriedenheit, aus einer bedingungslosen Liebe. Auch das ist etwas, was man gerne liest, wenn man sagt, Entscheidung, Erfolg in der Beziehung. Der beste Punkt wäre doch, wenn wir eine bedingungslose Liebe hätten. Aber versuch dieses Thema mal in deinem Leben umzusetzen, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Dann wirst du feststellen, wie in Anführungsstrichen schwierig dieses Thema tatsächlich ist, etwas bedingungslos zu lieben.
Das können wir auch mit den Kindern nehmen. Kinder werden ja erzogen, das heißt Erziehung, es heißt nicht Erdrückung. Auch das ist ein Thema, über das man nachdenken darf. Und du kannst deine Kinder per se eh nicht ändern. Du kannst denen alles sagen, was du willst. Aber das gesagte Wort bei Entscheidung Erfolg ist das eine. Das, was entscheidend ist, ist deine Tat. Das ist genauso wie mit Mitarbeitern. Das ist genauso wie mit der Ernährung, mit dem Sport, mit dem Abnehmen. Du kannst da alles drüber wissen. Du kannst da viel drüber reden. Du kannst sogar drüber referieren. Du kannst auf deine Kinder einreden und ihnen immer wieder erklären, dass Wasser das beste Getränk ist. Wenn du aber jeden Abend Cola trinkst und Chips futterst, dann werden sie genau dieses nachmachen. Das heißt, das Wort, das Gesagte ist das eine. Aber das, was Menschen adaptieren, was deine Mitarbeiter tun, ist das, was du vorlebst. Wenn du das vorlebst, leben sie das nach. Wenn du deinen Kindern Gesundheit vorlebst, dann werden sie das genauso auch nachleben. Ja, das war heute der Podcast der Börseninvestor mit dem Thema Entscheidung Erfolg in den Bereichen Persönlichkeit, Börse, Finden der richtigen Strategie, die Denke und das Thema der Gewohnheit. Und hier möchte ich dich nochmal auffordern am Ende des Podcastes, nimm das zweite Halbjahr, nimm einen Bereich deines Lebens, konzentriere dich darauf, vielleicht machst du sogar ein Commitment mit dir und sagst, bis zum 31.12. habe ich das und das umgesetzt, habe ich das und das geändert, habe die und die Gewohnheit in mein Leben gebracht. Denn wenn du eine neue Gewohnheit in dein Leben integrieren willst, ist das relativ einfach. Du darfst dann einfach nur für dich entscheiden, dass du diese Gewohnheit 4 Wochen durchziehst und danach ist die neue Gewohnheit gesetzt und du kannst es umsetzen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und fette Beute an der Börse. Bis ganz bald und ciao.